Flaschen. Nee? Hast du schon mal versucht, deine Wohnung mit einer Kerze zu heizen? Wir sind uns, glaube ich, einig, dass so ein Teil hier völlig ineffektiv ist als Feuerlöscher. Genauso ist jedem klar, dass eine Kerze zum Heizen in der großen Hütte nicht taugt. Wenn wir dann aber im OP stehen und uns auf eine Ilius-Einleitung vorbereiten und uns einen Sauger richten, dann richten wir uns das hier, weil es bei uns so üblich ist. Aber glauben wir wirklich, dass wir mit so einem Spaghetti vorbereitet sind, um eine wirkliche Aspiration zu verhindern? Jetzt mal ehrlich. Aber Wasser saugen kann ja im Prinzip wirklich jeder. Das ist ja die ideale Flüssigkeit. Die wahre Qualität unserer ganzen Saugerei zeigt sich doch erst dann, wenn wirklich richtig feste Substanzen mit im Spiel sind. Und was eignet sich besser, um das zu simulieren, als Linseneintopf? Was wir jetzt hier haben, sind vier gleich große Gläser. Das erste Glas, wenn wir mit unserem klassischen orangenen Sauger mit Fingertipp saugen. Fürs zweite Glas nehmen wir einen Jankauer. Fürs dritte nehmen wir den Ducanto. Fürs vierte nehmen wir die Variante mit dem Tubus, in den einfach der Saugerschlauch reingestopft wurde, nachdem der Fingertipp abgeschnitten wurde.
das Fazit aus dem kleinen Experiment. Die Sauger hier, allemals tauglich dafür, durch den Tubus abzusaugen, dafür unbezahlbar, aber zum Saugen bei der erwarteten Aspiration völlig wertlos. Der Youngkauer immer noch besser als der flexible Sauger. Sobald irgendwelche Brocken dazukommen, Reiskörner oder ähnliches, ist diese Öffnung auch relativ schnell verstopft und ich habe wieder ein Problem. Youngkauer besser als flexibel, aber immer noch nicht die optimale Vorbereitung. Wenn ich wirklich eine Aspiration verhindern will, dann brauche ich ein Werkzeug, das auch in der Lage dazu ist, mit wirklich großen Mengen an Flüssigkeit umzugehen. Und das ist für mich der Ducanto-Sauger. Und immer wichtig, dass ich, wenn ich den schon verwende, dass ich dann den Fingertipp aus dem System rausnehme, damit ich nicht im Fingertipp dann plötzlich das schwächste Glied habe. Also das Fazit, hört auf zu schlürfen, fangt an zu saugen. Ha ha.